Hallo Leute und herzlich willkommen zum Dieswöchigen Z-Log. Ich bin Semni und ich habe diese Woche, glaube ich, ein bisschen was, worüber ich mich, naja, nicht aufregen, aber ein bisschen was, über das ich reden möchte. Das erste wäre, und darauf bin ich durch einen Kommentar gekommen, den ich unter einem Let's Play-Video gelesen habe, nämlich, ich versuche es gerade in meinem Gedächtnis wieder zusammenzufügen. Wieso werden eigentlich so viele Let's Player, die es gar nicht drauf haben, ist doch peinlich, bei so einem Kinderspiel zu versagen. Es waren Let's Play zu Super Mario 3D World für die Wii U und die beiden haben sich nicht sonderlich gut immer angestellt, allerdings haben beide seit Jahren kein Mario gespielt und meiner Meinung nach ist es auch so, dass ein Let's Player hauptsächlich unterhalten sollte. Man muss Spaß dabei haben und wenn er nun mal nicht der Beste ist, dann ist das nicht schlimm. Es ist ja schließlich kein Pro-Gamer, es ist einfach ein Typ, der gerne spielt und vielleicht auch darüber reden möchte. Und wenn du nun mal jemanden gucken willst, der es immer drauf hat, dann musst du dir so jemanden suchen. Allerdings würde ich denken, dass solche Leute dann auch eher Walkthroughs machen oder bei Meisterschaften oder dergleichen teilnehmen und dann zeigen, was für einen dicken Schwanz sie haben dabei. Wäre jetzt mal bildlich gesprochen. Des anderen, ich habe seit gestern ein neues Bett. Ich habe es heute aufgebaut und ich hatte gestern so einen kleinen Moment. Also, ich habe das mit meiner Mutter gemacht und meine Mutter ist ziemlich ausgetickt, offen. Ich habe versucht, mich zurückzuhalten, denn wir haben die Matratze einfach nicht in das kleine Auto meiner Mutter bekommen. Und dann durften wir 2 Stunden darauf warten, dass ein Großraumtaxi kam. Wir mussten 5-mal dort anrufen, bis das endlich funktioniert hat. Und dann durften wir noch 5 € Aufschlag wegen der Größe zahlen. Ich sehe ein, dass das mit dem Geld gemacht wird. Aber verdammt nochmal 2 Stunden da warten zu müssen und mir uns dann auch noch. Ja, tut uns leid, das ist, normalerweise sind die Fahrer anders, die suchen da. Das hilft uns nicht. Wir haben 3 Stunden quasi verschwendet, um dann festzustellen, dass wir das Bett nicht mal aufbauen können. Und irgendwo, finde ich, sollte ein Dienstleister auch seine Aufgabe richtig machen. Aber naja. Kann man nicht mehr ändern, ist passiert. Aber trotzdem ist es nun mal verdammt ärgerlich. Ich würde sagen, dann komme ich doch einfach mal dazu, was ich die Woche gespielt habe. Nämlich größtenteils, wenn ich ehrlich bin, neben Bravely Default, wo ich mich an ein paar weitere Nebenquests noch wagen muss, bevor ich zum Ende gehe, weil die Kämpfe jetzt auch mal sehr, sehr spannend sind, weil man gegen mehrere Bossgegner gleichzeitig kämpfen muss. Und das hat mir schon einmal ziemlich in den Arsch gebissen, obwohl ich fast Max Level bin und ziemlich gute Werte habe. Das soll jetzt nicht auf jeden Fall zu profilieren sein. Habe jetzt wirklich sehr viel mich mit dem Spiel beschäftigt und ich würde sagen, dass ich da jetzt nicht allzu schlecht drin bin. Aber gut, freue ich mich drüber. Und dann habe ich gespielt The Book of Unwritten Tales. Und heilige Scheiße, ist dieses Adventure lustig. Es ist wirklich unglaublich fantastisch. Es sind relativ logische Rätsel, was mich als jemand, der mit Monkey Island angefangen hat, natürlich ein bisschen überrascht. Aber trotzdem freut, weil ich so durchkomme, ohne ständig irgendwie nachgucken zu müssen, sondern es wirklich selber hinkriege. Weil bei den absurden Rätseln sitze ich teilweise 2 Stunden da, denke nach und weiß nicht, was ich machen soll. Und hier habe ich halt alles hingekriegt. Und das Spiel ist so voll mit Anspielungen, ist unglaublich. Allein über Gremlins, Harry Potter, Herr der Ringe und so weiter kam so viel schon. Und es ist immer wieder schön, die zu entdecken. Und wirklich, ich werde wahrscheinlich noch das Kickstarter-Projekt unterstützen für den zweiten Teil, weil es ist echt unglaublich toll. Wirklich unglaublich toll, das Spiel, und ich will den zweiten Teil dann spielen. Ja, ich habe gerade mit Cliff. Ja, Cliff hat wieder Internet. Cliff kann wieder mitmachen, auch wenn er nicht so viel Zeit hat. Er versucht, etwas aufzunehmen, und es ist eine kleine technische Panne passiert, weswegen eine komplette Stunde Aufnahmematerial kaputt ist. Wegen der Audiodatei. Whatever. Ich habe keine Ahnung, was mir das Programm damit sagen will. Wir haben es am Stück aufgenommen. Vielleicht, weil Cliff sich lauter gedreht hat. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Werde ich auch nicht herausfinden. Dafür bin ich einfach technisch nicht begabt genug. Gut, ich möchte einen kleinen Ausblick auf nächste Woche geben, weil wenn ich es schaffe, werde ich ein Angespiel zu South Park machen. So meine ersten Momente mitteilen, weil ich habe das Spiel jetzt auf Steam gekauft und werde es am 6.
denn freigeschaltet bekommen und freue mich schon tierst auf dieses Spiel. So richtig, richtig dolle, muss ich echt zugeben. Und hoffe einfach mal, dass das mit der Aufnahme funktioniert. Selbst wenn die Qualität jetzt nicht die beste ist, aber ich will einfach dann, jetzt, wenn ich so neue Spiele habe, vor allem Spiele, auf die ich mich freue, so also die erste Stunde mal mit euch teilen. Ich denke, das trifft sich ganz gut. Ich habe des Weiteren eigentlich kein wirkliches Thema im Moment. Ich gucke derzeit mal wieder Fullmetal Alchemist. Darüber werde ich wahrscheinlich, wenn ich den Manga dann nochmal komplett durchgelesen habe, ein kleines Special machen, weil es meiner Meinung nach einer der besten Manga-Anime beides, also wirklich beides ist überragend in meinen Augen. Darüber ein bisschen reden, weil ich den Stil mag und weil ich die Erzählstrukturen, vor allem die unterbewussten Anspielungen extrem gelungen finde. Trotz der teilweise merkwürdigen Namenswahl. Aber das ist eine andere Geschichte. Gut, dann würde ich jetzt mal behaupten, das war's für die Woche. Ich freue mich auf diesen Monat, denn ich bin auf drei Konzerten und ich bin auf der Leipziger Buchmesse, wenn auch nur einen Tag. Und ich habe ein paar Freunde zu Besuch zu der Zeit. Also denke ich, ich werde diesen Monat sehr, sehr viel Spaß haben und ich denke mal, auch mein Geld wird in diesem Monat nicht unbedingt immer geschont. Aber was soll's, das bin ich sowieso nicht gewohnt. Ich werde weiter Bewerbungen schreiben oder anfangen Bewerbungen zu schreiben und drücken die Daumen, dass ich nach Berlin dann auch immer noch was habe. Gut, dann bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Euer Sandy.